Hey Leute, heute mal ein TDM auf der Map Outpost. Ihr seht, ich benutze am Anfang die Sniper, zwar die MSR. Mit erweitertem Magazin, Taktikeinstieg C4, Fingerfertigkeit, schnell zielen natürlich. Ne? Da könnte ja hier manche Leute denken, da hier Attentäter, Overkill. Ne, Leute, so, das kommt mir gar nicht in die Tüte. Vorher gehe ich mich auf Dachbohne hängen. Und als zweite Waffe, die ihr gesehen habt, die 5.7 Akimbo. Eine sehr gute Pistole nach meiner Meinung. Da, falls euch noch nicht aufgefallen ist, diese Pistole nicht nachgeladen werden muss. Das heißt, man muss nur kurz auf die X-Taste drücken, kann dann Double Y oder den Sprintabbruch des Nachladens durchführen. Ja, da müssen schon COD-Kenntnisse vorhanden sein, um das jetzt zu verstehen. Aber das lassen wir mal so dahingestellt. Wie ihr seht, am Anfang läuft es nicht so ganz rund, da ich versuche mit der Sniper zu spielen und krieg immer schön ins Köpfchen und ins Körperchen und wird weggesprayt und versucht zu hardscopen und so eine Scheiße. Ja, das will keiner sehen, ich weiß. Und deswegen wechsle ich dann auch in der Mitte, beziehungsweise wo das Spiel zu einem Viertel vorbei ist, auch zu meiner AK. Hey, Mann! Ja, top. Wie ihr schon hört, der Sascha spielt im Hintergrund auch ein wenig Xbox. Und naja, ihr kennt ihn ja, er ist manchmal ziemlich verhalten bei diesem Spiel. Gerade wenn es um den Modus infiziert geht. Ja, ey. Ja, da hört das, wurde er vom Weißbrot weggeholt. Da kann es schon mal zu Komplikationen kommen. Ja, Leute, noch kurz zum Gameplay. Ja, was kacke ich denn hier mal? Ja, ist ja gut jetzt da hinten. Zum Gameplay noch kurz am Ende, wie ihr schon wahrscheinlich im Titel gelesen habt, kommt eine wunderschöne Mauer bei raus. Die macht zwar nur einen Kill, weil das Team Deathmatch ja dann wie immer vorbei ist. Das ist auch eins der Gründe, ja, alles klar, versprechen for the win, wie Allotrix sagen würde, Schwanz im Mund. Und, das ist so ziemlich der einzige Mode, den ich relativ selten spiele, weil, naja, man kann halt seine Killstreaks nicht auskosten, weil der Mode einfach vorbei ist, weil kleine minderwertige Ratten mit ihrem "Hey, ich hab Unterstützungskillstreak. Oh, ist das geil. Ich hol die jetzt mal da rein. Oh, batz, batz ins Gesicht." Und dann wackelt die ganze verschissene Map und die denken sich, oh geil, ich camp mich in den Busch und hol mich wahrscheinlich noch selber weg, ey. Nee, das macht ja keiner. Keiner holt sich im Busch weg. Nee. Wird nie gemacht. Auf jeden Fall, weil ich weiß nicht, warum man mit Unterstützung spielt. Auch wenn jetzt wieder ankommen, ein paar Leute ankommen und kommen. Ich weiß gar nicht, was ich gegen Unterstützungskillstück habe. Die sind doch gar nicht so schlimm. Ja, fick dich ins Knie auf, unsere Videos zu gucken, ist mir so scheißegal. Und, ja, auf jeden Fall, wie ihr seht, ich versuche hier ein bisschen zu quickscopen. Ja, funktioniert nicht so toll. Dann wird die AK ausgepackt. Die spiele ich mit Aufsätzen, mit Schalldämpfer und erweitertem Magazin. Weil ich finde, das ist ziemlich am besten geeignet für die AK. Rückstoß, naja, so viel Rückstoß hat die nicht. Kann man mit umgehen. Und Treffer oder ähnliches, naja, das ist für die AK jetzt nicht so unbedingt geeignet. Dabei habe ich an Ausrüstung den Bewegungsmelder und die Claimer. Als erste Perks habe ich, glaube ich, Fingerfertigkeit, Attentäter und wie immer das schöne Todesstille. Als Killstreak dann. Was habe ich als Killstreak? What the fuck? Doch, Fingerfertigkeit. Ach, fuck my life. Ich habe extreme Bedingungen. Sorry, Leute. Habe ich dabei. Und als zweite Serie dann das Schnellzielen und das Visier. Und wie ihr hier seht, ich krieg richtig schön Batz Batz ganze Zeit ins Gesicht und die kacken mir ins Gesicht und irgendwann denke ich mir halt, fuck off, ey, ich hau euch da jetzt alles rein, was es gibt. Und ja, dann wird's letztendlich auch belohnt, dass ich mal reinrenne in die Gegner, die ja natürlich alle rumlaufen. Insider, nein, Spaß, die campen alle natürlich. Und hier seht ihr, der Bewegungsmelder, ziemlich nützliches Gadget, wenn man zum Beispiel wie ich jetzt im 10. Prestige bleibt und nicht mehr unbedingt Prestige will, weil ich ehrlich gesagt nicht eingehe, warum ich, weil Infinity Ward denkt, die Leute wollen ins 15. gehen soll und ja, muss schon sagen, das 11., 12., 13., 14. und 15. ist ja schon abwechslungsreich vom Prestige her, ne? Oh, Scheißdreck ist es, die haben einfach nirgendwo was hingeklatscht. Könnte ich auch ein Bild machen, nachdem ich am Klo war und das da rein posten, ne? Wird wahrscheinlich mehr Leute prestigen als jetzt, ey. Und ich sehe es einfach nicht ein, dass ich jetzt da noch
bis Level 80, bis 15 ist das nicht wieder. Jetzt chill ich mir lieber einen ab, schön im 10. Mach mal die Waffen auf Gold und so. Ja. Wo der Sattel neben mir geneift hat, freut man sich wieder. Naja, auf jeden Fall, ihr seht hier, Spezialistenbonus ist am Start. Scheiß Stalker, das regt mich auch übelst auf bei MW. Also das ist ein Grund, warum ich bei MW momentan übelst am Ausrasten bin. Dieses Stalker-Perk, ey. Es geht mir so auf den Sack und ich kann damit nicht umgehen so richtig, weil, ach, man läuft so links, rechts, ey, das ist doch einfach nur schwul, hab ich... Ja, Stalker stinkt einfach nur, weißt du, das ist wie meine Zweitwaffe, die FMG9, aber das ist einfach manchmal Pflicht, weil, wenn man einfach denkt, weißt du, was, da hockt er in der Ecke, weißt du, ballerst dem schön ins Gesicht, so drei Schuss von der Sniper, weißt du, wie immer, und dann liegt er da im Last Stand und minderwertig und schießt dir am besten noch eine Small ins Gesicht, kriegst Headshot mit einer Small-Rakete. Da ist der Punkt gekommen, da läufst du zurück, wo der Spast am Campen ist und schießt in das schöne ganze Magazin ins Gesicht von der FMG. Und für so Situationen ist die gut geeignet. Zum Beispiel, ihr seht ja, ich benutze die FMG hier eigentlich... Also nee, ich habe ja gar keinen Kill mit der FMG gemacht bis jetzt und ich werde auch keinen Kill mit der FMG machen. Weil, wenn man einfach grundlos auf die Gegner losgeht und sagt, ja, hier kommt FMG ins Gesicht und so, das einfach nicht... Das hat einfach keinen Style, Mann, das hat keinen Skill, das gehört nicht nach COD, das gehört irgendwo was. Little Putana at the Island of Fuck My Life, keine Ahnung, sowas. Ja, genau, FMG stinkt, wie Sascha schon eben gesagt hat, falls ihr es nicht gehört habt, stinkt nur, wenn man damit nur rumläuft. Ich finde, wenn man 2-3 Kills damit macht in einem Spiel, ist das völlig noch zulässig. Wenn ihr jetzt denkt, nein, nicht der FMG, kann damit nicht umgehen, wenn ihr mich tötet. Ja, und scheiß drauf, Alter, interessiert mich doch nicht, Alter. Könnt ihr mir eure Hate-Mail schicken, wie ihr wollt. Ey, auf jeden Fall an die, die dann immer nach dem guten Spiel schreiben. Guck dich da mal an, kein Leben. Und, sorry, Leute, ich hab Leben und ich hab auch genug Freunde und ich brauche auch keine Freundesanleitung. Ein Schwanz in den Mund, schön, perfekt. Ich brauche keine Freundeseinladung mitten im Spiel kriegen oder irgendwelche Hate-Mails. Hatte ich auch letztens einen Typ, fand ich auch sehr amüsant. Der hat mir dann geschrieben, dass er bei Microsoft arbeitet und jetzt meinen Account hacken wird, weil ich ihn irgendwie 8 Mal am Stück getötet habe oder so. Da muss ich einfach nur grinsen und schreibt ihm nur zurück, dass er es bitte machen soll. Und ich dann mich dann nur freuen würde, wenn ich dann nicht mehr spielen könnte. Also von daher, sowas muss man einfach nicht ernst nehmen, Leute. Falls euch auch sowas schon mal passiert ist mit irgendwelchen Leuten, die geschrieben haben, sie arbeiten bei Microsoft und die nächsten 2 Minuten später arbeiten sie dann doch irgendwo bei Sony. Könnt ihr das ruhig mal in die Kommentare posten, was euch aufregt, was euch bewegt. Kein Plan, Mann. Schreibt was rein, wenn nett. Lasst es eben. Und ich hoffe, euch hat dieses kleine TDM gefallen. Und wir sind am Ende. Haut rein, bis zum nächsten Mal.